Grüße, yo. Konosuba. Episode 6. Wow. Actionlastig diese Episode. Wollen wir es mal so ausdrücken. Okay. In der letzten Episode gegen Ende ist ja der Duraljan nochmal aufgetaucht, da er jetzt mir angepisst ist, dass niemand in seinem Schloss gekommen ist. Aber anscheinend doch. Da anscheinend nicht nur niemand seiner Aufforderung nachgekommen ist, sich bei ihm zu entschuldigen. Nein, Megumin scheint anscheinend auch noch immer weiterhin sein Schloss niederzunuken. Wenn man es mal so ausdrücken will. Yeah, zur großen Unfreude von Kazuma. Kazuma, schön. Yeah. Warum? Ganz einfach, weil anscheinend Aqua ein bisschen ein Grudge gegen ihn hat. Einfach nur, weil er da ist, sind alle weniger starken Monster mehr oder abgehauen. Und es gibt keine vernünftigen Quests mehr, die sie machen können, um Geld zu verdienen. Und sie will ihm mehr oder weniger damit entweder vergraulen oder es ihm einfach nur heimzahlen. Oh Mann. Yeah. Und ehrlich, ihr forscht schon Mitleid mit diesem armen Kerl. Okay, also mit dem Duraljan. Weil, ehrlich, dafür, dass er Top-Heerführer der Dämonenarmee ist, bekommt er diesseits des Anfängercamps wirklich ordentlich eine gewischt. Von Anfang bis Ende, mit zwar ein paar leichten Aufbäumen, aber im Großen und Ganzen, oh Mann, der bekommt wirklich von allen Seiten. Von Anfang an weg, sowohl nachdem Aqua anscheinend ihren Undead Perishing Spell an ihm ausbrüllt, wobei nur sein Pferd dabei zuerst drauf geht, aber es ihn anscheinend doch etwas stört, was auch doch schon eine Comedy-Routine für sich selber war, so quasi, es ist nicht effektiv, doch, es ist sehr effektiv, du hast den Schreien gehört. Okay, bis dahin, dass einige der etwas stärkeren Adventure-Typen dort einmal kurz da niederliegen. Da anscheinend der Haupttrick des Duraljan ist, er schmeißt seinen Kopf nach oben, hat dann quasi so eine 360 Grad Rundumsicht und kann mehr oder weniger alles in seinem Umfeld zugleich angreifen. Ich habe auch schon gesehen, dass einige Leute wieder so einen netten kleinen Sauron-Witz gemacht haben, weil so ein rotes Auge im Himmel erscheint. Jo, es schaut wirklich sehr Sauron-mäßig aus. Auf jeden Fall, das war definitiv eine Anspielung, auch das wahrscheinlich auch. Auf das alles sehende Auge. Auf jeden Fall. Oh Mann, nach langem Hin und Her und mehreren Untod-Vernichtungswürfen, die nicht ganz funktioniert haben, wird dann auf einmal ganz schnell nur eine Dämonenarmee von Untoten beschworen, die anscheinend nur Aqua jagen anscheinend, was irgendwie lustig ist, einfach nur weil, zum sehr großen Ungefallen von Darkness auf jeden Fall. So, unser Crusader-Mädchen kommt zwar einiges mit, was ihr gefällt, und andere Sachen wieder mal nicht ganz. Nennen wir es einfach so, es ist jetzt eine extrem sadistische Ader, anscheinend ist nicht unbedingt alles, was Sadismus darstellt, nicht unbedingt in ihrem Bereich. Okay? Vor allem eben, weil eben die ganzen Untoten nur Aqua jagen und sie mehr oder weniger sich außen vor gelassen fühlen, weil sie will auch ein bisschen gejagt werden anscheinend. Aber es hat einen netten Show da mit dem Duraljan. Das ist auf jeden Fall ganz... Oh Mann, und die Bemerkung, die sie wieder raushaut. Wer darauf reagiert? So. Oh Mann. Was im Endeffekt zwar zur Vernichtung des... die ganze Dämonenarmee-Jagd von Aqua gipfelt darauf hin, ja, dass sie alle zusammen horten, also zusammen jagen mehr oder weniger, sowohl diese Untotenarmee als auch den Duraljan auf einem Platz und lassen dann Megumin einfach nur ihren stärksten Explosionszauber auf ihn rauswirken, um das Ganze mal loszuwerden. Anscheinend funktioniert auch der Steel-Skill von Kazuma nicht unbedingt immer, was aber dann funktioniert, weil warum will er unbedingt das Schwert? Und er macht noch, und hier bitte Spoiler einfügen, der Trick ist dabei, klau ihn einfach den Kopf. Yeah, was du in einer kleinen Kopfball-Session, schriftlich Fußball, ausartet, wo mehr oder weniger von einem Fuß zum nächsten wandert der Schädel des Duraljans. Yeah.
mit der dann auch da abgehenden Vernichtung plus dem vorangehenden Wasserschaden, den Aqua ausführt. Weil natürlich wieder mal sie nicht wirklich weiß, wann sie aufhören muss und dabei die Stadtmauer beschädigt. Yeah. Im Großen und Ganzen hin und her. Das war eine kleine Kampfsession. Darkness ist auf jeden Fall am Schluss ziemlich belämmert, weil sie zuerst darum betet, oh, ihre Teamkollegen, mit denen sie schon Adventures erlebt hat, sind jetzt gestorben beim Kampf gegen die Lurian. Nee, sind sie nicht. Aqua konnte sie sofort wiederbeleben und damit auch wieder mal so ein unepisches Ende. Was wirklich Darkness überhaupt nicht gefällt, weil das läuft nicht in ihrer sadistischen Ader und mehr oder weniger so. Einfach nur Peinlichkeit scheint ihr nicht ganz zu liegen. Oh Mann. Also auf jeden Fall, wow. Aber die Aussagen, die sie über diese Episode mal trifft, ist wie mal. Die Frau hat Probleme. Interessante Probleme, aber Probleme auf jeden Fall. Will ich mal so sagen. Lange Rede, kurzer Schwachsinn auf jeden Fall. Die Episode endet damit, dass Kazuma und Anhang einen riesengroßen, nennen wir es mal so, Loot ausfossen in Bezug auf die Vernichtung des Duralians und eben dadurch dem Heerführer, den Top-Heerführer des Dämonenkönigs. Yeah, 300 Millionen Gold, sagt er ein. Oh yeah. Problem ist das, durch den extremen Fallout, den Aqua verursacht hat, dadurch eben die Stadtmauer mit dem Arsch ist, yeah, müssen sie die Kosten mittragen und die belaufen sich auf 340 Millionen. Weil es zuerst gesagt, okay, wir haben jetzt genug Geld, jetzt gehen wir mal in die Runde, die Nummer ein bisschen ruhiger und er will noch ein ruhiges Leben. Was natürlich niemanden außer ihm zusagt, weil, oh ja, Darkness will mehr Magiekräfte erlangen, also Megumin will mehr Magie erlangen, also will stärker werden in ihrer Magie. Darkness will einfach nur stärkere Gegner haben, die sie verdreschen. Gibt der Frau doch ganz einfach einen SM-Killer, meine Güte, ey. Komm. Irgendwo wird sich schon ein dunkles Loch finden für sie und einen Drehstuhl. Egal. Und einen Folterbock. Ja, definitiv. Und ja, und Aka will eigentlich nur wieder zurück zu wo sie zuerst war, wo sie ihr lustiges und traumhaftes Leben des Yeah, ich schicke Loser einfach in die Fantasy-Welt. Yeah. Ja, und naja, im Großen und Ganzen, jetzt damit, wie es angefangen hat eigentlich. So mehr oder weniger pleite. Auf der verzweifelten Suche nach Geld. Yeah. Um jetzt an ihre doch horrenden Schulden zu zahlen, also sind dann mindestens 40 Millionen an Sachschaden doch nachzuzahlen anscheinend. Oh, also heißt ja fröhliches Grinden in der Fantasy-Welt für alle zusammen. Yay! Und ja, im Großen und Ganzen eine recht solide und nette Kampfszene in der ganzen Episode. Wie gesagt, wo auf der einen Seite die Epicness aufsteigt, futzt sie dann irgendwann einfach in einer Lächerlichkeit aus. Was ich als Comedy-Faktor wirklich sehr gut anrechne mit dieser Serie. Also, plus an einigen Stellen, man merkt es auch immer wieder, so quasi, weil einige sagen, oh, die Animation schaut so scheiße aus. Ich glaube eher, das ist so ein Kniff und so eine Idee des Studios. Weil du siehst dann wieder so gewisse Sequenzen, die wirklich massiv Animation beinhalten. Sieht man auch so quasi, die letzte Episode zum Beispiel ist diese ganze Hans-Szene. Gebt mir eure Höschen, so quasi, wo er mehr die Begleiterin ist, das möchte gern Helden, da ist es mit dem verwunschenen Schwert, mehr oder so quasi, yeah, wollt ihr wirklich, dass ich euch was klaue, so mehr, und wo diese wahnsinnig detaillierte Animation in der Hand nur sieht, und gleich hat man in dieser Episode auch, wo einige Szenen wirklich sehr hohen Animationsgrad haben, und dann ist es wieder so ein bisschen mehr so, man, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich machen oder ob sie nur für gewisse Szenen den Budget haben oder so. Bin mir nicht 100% sicher. Aber es ist auf jeden Fall immer eine kleine Geste nebenbei so, oh, ja, was Schönes anzuschauen. Also, und, ich finde auch die Optik, wie sie jetzt gerade ist, trägt auch gut zu dem ganzen Slapstick und den ganzen Brachialhumor der Serie bei. Also, ich beschwere mich nicht. In dieser Sinne, Konosuba, Episode 6. Wiederum hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ah.
ich werde mich jetzt ins Bett hauen. Die Überstunden schlafen schon ein bisschen. Jetzt kommen die Videos jetzt immer ein bisschen sporadischer. Sorry, kommt uns nichts. Die Tage werden kürzer, wenn man so lange arbeiten muss. Jo. Aber hey, wenn ich es nicht mache, macht es sonst niemand nicht, oder? Yeah, darum ist es eine Nicht-Review. Ciao und bis zum nächsten Video. Ja. Ich mag die Serie ehrlich.